So, hey Leute, kurzes Update-Video. Ich habe den Verstärker jetzt an und jetzt auf Standby. Ich habe da, wo die Doppel-LEDs an drin ist, mal eine LED reingesteckt, die an ist, wenn er an ist, und wenn er auf Standby ist, dann aus ist. Habe jetzt folgende Änderung gemacht. Ich habe festgestellt, dass hier auf den Pin, auf den hier, dass da plus 14 Volt, plus 15 Volt drauf sind, wenn er ein Standby ist, und minus 14 Volt, wenn er an ist. Und wenn da jetzt plus 14 Volt anliegen, die werden geschalten durch den IC hier oben, durch den 6 beim IC da, die erkennt, ob Audio da ist oder nicht, und tut dann den Kondensator aufladen, wenn Audio nicht da ist, und schaltet den auf Standby. Da hängt auch die LED dran über Widerstand. Und da habe ich hier meine Diode, dass nur das Plus weitergeht auf dem Kabel. Dann auf die Basis über einen 100 Kiloohm Widerstand und über 10 N auf Masse. Dann Emitter auch auf Masse und Kollektor auf den Audioeingang. Das wäre Pin 1. Pin 1 wäre hier Audioeingang. So. So wie es aussieht, funktioniert. Das Ganze ist relativ unempfindlich. Ich habe da eine Box dran und man hört da jetzt ganz leicht hört man was. Jetzt werde ich mal den einschalten. Die hat hier auf der anderen Seite den Schalter, warte, der hier. Das macht die Tack, und jetzt hört man, dass er aktiv ist. Aber er macht kein Takt mehr. So in 2 Hertz Takt. Weil der Transistor hier das Audio so gut wie ganz abschaltet. Ja, und ich würde sagen, so lasse ich es, dann baue ich es zusammen und dann kann ich es ausführlich mal testen. So kann ich die große Box wieder zusammenbauen. Ich habe hier nur mechanisch dürfte das stabil sein. Einen Transistor, einen 100 Kiloohm Widerstand und einen Kondensator auf dem Kabel und das hier angesteckt über eine Diode an die plus 15 Volt Leitung, wenn er in Standby ist, und minus 15 Volt, wenn er aktiv ist. Ja, okay.